Ich habe das Gefühl, in den letzten Folgen schießen wir nur noch. Und jetzt tun wir das auch wirklich. Ich mache mal hier die. Und dann muss ich mal überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Weil da unten sind Gegner. Und die müssen wir natürlich ausschalten. Die Frage ist, wie? Wo zum Teufel bist du? Boah, Alter! Hey, Jungs, auf einmal brüllt der hier so rum. Ist ja unfassbar. Okay. So, gib mir mal kurz deine Money. Das ist lieb von dir, danke. So. Wieso muss ich hier eigentlich gerade die ganze Arbeit machen? Joe ist doch ein NPC. Der stirbt doch nicht so schnell. Na, kommst du vielleicht? So. Das war er. Auch seine Waffe flog nach da unten. Ja, auch nicht schlecht. So. Ist die nicht für mich? Schade. Alter. Ich habe gerade so viel Adrenalin, das glaubt. Wie gefällt dir das? Na los! Was ist denn jetzt los? Wo ist Joe? Hallo Joe, wo bist du? Joe, guck dich noch ein bisschen die Leiche an, das ist ja auch in Ordnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier was brennt. Ich höre das zumindest so und ich weiß nicht, woher das kommt. Scheiße, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ey, du willst mich doch verarschen. Mit einem Schuss weggehagelt? Das glaubst du doch selber nicht. Na gut, zumindest weiß ich jetzt ungefähr, worauf ich mich einlassen muss. Wo zum Teufel bist du? Hier bin ich. Ah, kein Wunder, dass der mich fast mit einem Schuss fast totgehauen hat. Die hat aber auch ganz schön viel Kraft, die Magnum. Aber die ist gut, die Waffe. So. Wie gefällt dir das? Na los! Die Frage ist, wie kicke ich den? Ich weiß ja nicht mal, nach was ich jetzt gerade Ausschau halten soll. Wir gehen um, los! Okay, ich weiß, wo er ist. Joe, mach das doch mal bitte. Vito, komm her! Hier sollte es rausgehen. Hallo, da sind Gegner. Wie du meinst.
Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Okay. Da hörst du einmal auf Joe, ne? Und dann so eine Scheiße. Das ist doch unfassbar. Okay. Wo zum Teufel bist du? Die fliegen aber ganz schön damit. So. Das finde ich schön. Okay. So, Joe, komm mal her. Wie gefällt dir das? Das ist scheiße im Arsch. Ach, wusste ich gar nicht. Das, na los! Ach, so passiert das. Alles klar. Okay, ich lad mal eben nach. Setz mich mal anders hin. Und dann muss ich mal ganz genau gucken. Ohne, dass ich wieder mit einem Schuss weggehauen werde. Erwischt aber nicht getötet. Erwischt aber nicht getötet, so wie es scheint. Okay, von dort krieg ich niemanden. Joe, komm noch mal her, bitte. Okay, pass mal auf, ich hab eine Idee. So, wir gehen mal so lang, dann kommt vielleicht auch der Joe mal nach. Vito, komm her! Hier sollte es rausgehen. Ist okay, mach mal. Vielleicht kannst du ja mal ein paar wegräumen. Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Ah, nicht gut. Ich lasse Joe mal eben ein bisschen machen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mich da jetzt einmische, dann bin ich gleich tot und darauf habe ich keine Lust. Von dort einsteigen geht auch schlecht. Ich sehe gar nichts. Ich müsste von der Seite ran. Ich probiere das einfach mal. Da ist er! Na komm, du Trottel! Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Kann ich irgendwie von unten ran oder so? Geht das? Nein, geht nicht. Okay, ich muss das irgendwie von da. Ich weiß aber nicht wie. Ach so. Ja, auch schön. Okay. Ich habe ein paar gefunden. Ich weiß aber nicht, bei der Entdeckung gehen kann ich nicht. Konnte ich eigentlich in die Hocke gehen, irgendwie? Okay, in die Hocke vielleicht. Wir huschen immer so schnell vorbei. Wir
kann sie gar nicht so schnell gucken. Ich muss einmal nachladen. Die Frage ist, kann ich jetzt da drüber oder nicht? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Und eine Antwort bekomme ich wahrscheinlich nicht. Ich kann gar nichts tun. Boah, Alter. Schön. Bitte mehr davon. Direkt vor meiner Nase. Das finde ich schön. Okay, der Joe regelt da hinten. Ich muss rüber. Ich glaube, ich habe gar keine andere Wahl. Anders kriege ich die leider nicht. Ich nehme da mal eine andere Knarre gerade, die ein bisschen schneller ist. Vom Schuss her. Los, leg den Fixer um! Boah, Alter. Ich muss ein bisschen triggern gerade. Triggern, aber nicht sterben. Das ist vielleicht ein guter Plan. Okay. So. Na komm. Das Problem ist, wenn ich jetzt einfach rüberspringe, dann erschießen die mich, dann wäre das alles umsonst gewesen. Okay, ich trigger die mal ein bisschen. Ja, sag ich doch. Nimm das Schwein in die Mangel. Ich krieg keinen Winkel hin, wo ich hier irgendwie was reißen kann. Okay, ich versuch's. Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Mit dir. Komm okay. Raus. Stell mal kurz auf und dann geht er mal da in Deckung. Jo, da ist sehr gut. Nein, 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 nein. Sterben wäre jetzt eine ganz doofe Idee, mein Freund. Sterben wäre jetzt eine ganz doofe Idee. So. Da waren es nur noch 4. Na komm. Ich muss näher ran. Nein, 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 versteckst dich wohl, Adler. Nö, eigentlich nicht. Muss ich alles selber machen. Ja, komm nachher. Komm, zeig dich. So. Und ehe man sich versah, war nur noch einer da. Gib einmal hier die Thompson. Und die Grace Gun. Die nehme ich alle sehr gerne an mich. Ich war die Schrotflinte natürlich auch. Lass dir die Fresse weg. Natürlich tust du das.
Natürlich tust du das. So. Das sieht doch mittlerweile ein bisschen besser aus. Bleiben wir mal bei der. So. Ich gehe mal ein bisschen in Schleichmodus. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Granaten. Das wird ja noch richtig interessant, wa? Die Frage ist nur, wo laufen wir denn jetzt hin? Da geht's weiter. Okay. Wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Episode von Let's Play Mafia 2. Bis dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.